So, liebe Leutchen von der Monetäre, irgendwelche Leute werden das bestimmt gemerkt haben, falls mir jemand so geschaut hat, was ich fast nicht denke, aber ist mir auch relativ egal. Der ist voll. Der ist voll hier vorne. Und ich habe das einfach nicht mitgekriegt. Das ist schon traurig. Dann haben wir irgendwelche Nebenmissionen, die man jetzt so transportieren wollen muss. U-Bahn für 3000, oh, aber 1000 weniger. Nee, lassen wir mal sein. So, der braucht noch so eine Weile, der braucht noch eine Weile. Genau, dann müssen wir uns halt weiter um die Tiere kümmern. Das ist wieder, es kommt das Nervige langsam, dass man sich immer wieder darum kümmern kann. Man könnte natürlich auch die Fertigen verkaufen. Möchte aber nicht. Also nicht jetzt. Würde mir zwar gut Geld geben, ich glaube, dann wäre ich schon bei meinen 200.000. Aber na gut, so, der ist fertig, das heißt, wir werden mit dem Waltra eben weiter jetzt Gras einsammeln. Hä, welcher Helfer ist denn fertig? Ach so. Nee. Wer weiß, was der für Probleme hat. So. Jetzt macht er selber. Stroh können wir auch mal überladen. Gut, voll ist er. Das Wasser können wir mit dem überladen. Müssen wir testen, ob das geht. Mit dem überladen können das Wasser, sonst muss ich wirklich mit dem Trigger nochmal kommen. Na, er hat aber auch so eine Anhängerkupplung hier. Es geht. Auch wenn er richtig runtergezogen wird. Aber rein theoretisch geht's. Wir können auch hier stehen lassen, steigen ins Waldra, holen uns unsere Maschine hier. Haben wir nämlich eine Seite Heu und eine Seite Gras voll. Müssen wir mal V und B. V. Jetzt geht's los. Gucken wir mal, was kommt aus einem Feld raus an Gras. Also wenn ich jetzt den nicht voll bekomme, dann weine ich. Also wenn man überlegt, was ich vorhin, ich habe 4000, die 4000, was waren das? Sind doch 4000 war das gewesen. Gut, weil ich werde auch nicht voll bekommen. Wie waren wir mal draußen spielen, Außenperspektive. Third Person, wie die Zocker das nennen. Gucken wir mal, also eine Reihe bringt mir doch schon um Tausender oder mehr als Tausender, ich bin jetzt schon bei 3000, 4000, also das ist ja nicht mal so wenig, also den bekomme ich wirklich voll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Muss ich schon sagen. Vor allem finde ich die Oberfläche, also die Struktur finde ich richtig sexy. So, jetzt zur Reihe, dann ist der jetzt hinten auffällig, dann kann der nämlich anfangen dann zu kubern. Der hat nämlich auf, dann sind volle Arbeit.
Sag nicht die Uhrzeit jetzt im Movie Life. Die müsste ja jetzt auch so fast um 2 sein. Oh, ne, um 3. Um 3? Ja, um 3. Um 3. Vorhin war es doch schon um 2 gewesen. Ich werde mal versuchen, jede zweite Reihe hier zu nutzen. Ach, der hat noch eine Reihe dann. Okay. Oh, guckt mal, ich habe hier schon 14.000. Hatte ich glaube ich auch vorhin 14.000 drin gehabt. Und ich bin mit einem halben Feld fertig. Also ich werde ein und ein Viertel werde ich glaube ich voll kriegen. Das dürfte eigentlich klappen. Ein und ein Viertel. Dann fällt der jetzt rückwärts. Gut, manchmal braucht man das Spiel nicht kapieren. Ding, 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 ding. Also zieht jetzt eigentlich, meine Reihe liegt ja schon wieder da, schon perfekt da. Was? Also der ist schon mal voll, okay, ja. Also sollte mir am besten noch eine Reihe ziehen, dann ist er gut, dann kann er ja aufhören. Oder das mache ich jetzt selber. Scheiß auf den Helfer. Die eine Reihe würde ich mir hier noch selber ziehen. Das muss ich aber auch Außenperspektive machen, weil ich das... Das ist auch hier dieser Huckel. Weil er seine Probleme haben. Natürlich schon ein fetter Haufen, der hier rauskommt. Geil. Ich liebe dicke Haufen. Sexy. Und wie gesagt, dann kann der nämlich jetzt anfangen schon mal zu grubern. Klappt nicht mal zusammen hier. Ich gehe mal in die Ego-Perspektive rein. Ich mag ja wirklich die alten Fahrzeuge. Ist ja so. Ich bin so ein Ultima-Kunde. Und so an sich mag ich auch hier alten Fahrzeuge. Aber irgendwann mal, muss man doch sagen, mit 25 km durch die ganze Map zu fahren, ist natürlich keine gute Sache. Es ist nicht rentabel. So. Jetzt hängen wir den mal ab hier. Nehmen uns den Gruber hier. Können wir uns auch die Saatmaschine und Gruber leisten, diesen Misch. So, dann würde ich jetzt anfangen zu grubern. Dann kommt er vorbei, passt gerade. Der hat noch Platz. Und der ist voll. Nice. Super so. Da gehen wir den mal ausladen. Das wird jetzt natürlich eine relativ schwere Sache. Ist der Partner eigentlich schon vorbei? Nee. Würde man sagen, eigentlich noch nicht, oder? Weiß es nicht. Doch, eigentlich. Doch, der ist vorbei. Leute, ich würde mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann gebt mal einen Daumen nach oben. Wenn ich einen Daumen nach unten schreibe, einen Kommentar mehr davon sehen würde, auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob ich dann hier aus diesem Höllenloch rauskomme. Hör auf! Oh, jetzt. Kommt er jetzt? Nein. Dann tschüss.